Hallo, hiermit will ich euch einmal von Amazon bestellte Raimund 250 Linse vorstellen. Da ist so eine Box mit dabei in der Verpackung. Und da drin wäre die Halterung für die Linse. Und dann nochmal die Linse mit zwei Schutzkappen. Erst tun wir mal eine Linse raus, also Schutzkappe raus. Und das andere Teil. So schaut es dann aus. Es ist eine ziemlich dicke, hochwertige Linse. Dann schrauben wir die Linse in die Halterung rein. So, bis zum Anschlag. So schaut es dann auch aus. So, und dann nehme ich mal meine Olympus-Kamera und jetzt drücken, drauf, loslassen, das war's. Und der sitzt richtig stabil, also runterfallen kann es nicht, wirklich stabil. Und so könnte man dann richtig damit schöne Makro Fotos machen. Zu empfehlen wäre Objektive ab 55 mm. Also nicht von 18 bis 55 mm, sondern ab 55 mm, weil sonst hat man einen schwarzen Ring ringsrum um das Bild. Ja. Ich hoffe, ich habe euch damit helfen können. Dann habt ihr einen Überblick, wie so eine Linse ausschaut. Also die Linse ist sehr, sehr gut zu empfehlen, weil ich habe auch andere Linsen gehabt vor ein paar Monaten, billigere Linsen für 50 Euro und die habe ich weggeschmissen. Das war rausgeschmissenes Geld. Aber diese Linse ist wirklich gut und Geld wert. Und ihr könnt auch ein paar Fotos anschauen, die ich an Amazon reingestellt habe, unter Olympus 520. Danke.